Pokémon Karmesin. Schöne Open World, wir sind in Zone 0. Also quasi das Late Game, nachdem wir, wie heißt es, hier Dingens gemacht haben. Die Top 4 und den ganzen Kram, die ich nebenbei gerade im Nachgang gar nicht so geil fand. Die waren eigentlich irgendwie ziemlich crap. Aber wir haben schon mit denen hier gesprochen, ne? Machen wir sicherheitshalber. Unfassbar, wir können wirklich gegen Pokémon aus einer anderen Ära kämpfen. Ich bin sowas von froh, dass ich hierher gekommen bin. Ja, nicht sicher. Die sehen irgendwie sehr prähistorisch aus. Und es ist nicht mein altes Pikachu dabei. Die haben immer noch die neuen Pikachus. Voll doof. Ich finde dieses alte Pikachu-Design nämlich viel cooler. Diese komische Kartoffel mit Elektro-Ohren. Nee, Elektroschwanz und gelb-schwarzem Ohr. So, es soll eine Zeitmaschine geben? Sind wir hier in einem Science-Fiction-Spiel oder was? Das frage ich mich immer bei Pokémon. Ist sie wirklich? Ja, sie ist wirklich durch die Zeit gereist und hat Pokémon aus einer anderen Welt rausgelassen. Jede Wette. Deine Mutter ist schuld, Pepper. Aber zumindest erinnere ich mich noch an die Namen. Pepper, Melina und... Ja, unwichtig. So viel zum Thema, ich erinnere mich. So, wie sind deine Eltern denn so? Unberechenbar, würde ich sagen. Wir müssen weiter runter. Wir müssen noch diese komischen Stationen nach und nach abgrasen. Und versuchen, nicht diese Stahl-Smetbos. Ja, ist gar kein Smetbo. Egal, wir versuchen hier ein bisschen Kram zu sammeln. In der Hoffnung, dass wir nicht irgendwo gegenlaufen. Ich finde nach wie vor dieses Open-World-Prinzip, ich bin gespannt, wie die nächste Pokémon-Generation wird. Also wenn die das Wichtigste aus diesem Spiel beibehalten und das jetzt in der nächsten Edition ein bisschen besser umsetzen, dann wäre das richtig geil. Dann wäre es ein richtig starkes Pokémon. Cosima. Dankeschön, André. Dann wäre das natürlich ein richtig geiles Pokémon. Und vielleicht auch ein bisschen glaubwürdigere Story. Ich meine, was ist denn das für einen Akademiedirektor? Generell, die Linie von dieser Akademie war ja nun wirklich alles andere als spannend. Aber so an sich, das macht mich schon so ein bisschen Vibes von von Grand Pulse aus Final Fantasy 13. Ich probier's einfach mal. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, mit meinem Gengar gegen diese Stahl-Pokémon anzutreten, aber naja, was soll's. Einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ein bisschen Traumfresser noch oben drauf. Wie jetzt ging daneben? Na gut, komm, Finsteraura. Einmal aufwecken, bitte. Wir könnten es ja auch fangen, oder? Könnten wir, ja. Schauen wir mal. So, mehr Spiele wie Legenden mit dem Gameplay von Karmesin also. Willst du mir schon wieder Arceus schmackhaft machen? Nee, Nomu, du hast auch gesagt, dass ich unbedingt spielen muss, ne? Wer war denn das noch? Irgendwer hat noch gesagt, ich muss mal unbedingt Arceus spielen. Gefangen. Bin ich denn da nach oben gekommen? Ich habe es. André war es. Seht ihr mal? Ich wusste, da war noch jemand. Okay, komm, geh weg. Ich weiß nicht. Toko, grüß dich. Ich habe gehört, du machst heute wieder Nachtschicht. Der Toko streamt nämlich auch des Regelmäßigeren. Und muss ich mal überlegen, was hat es denn gestern gespielt?
Ich war schon so im Eimer, dass ich es nicht mal, dass ich nicht mehr realisiert habe, was du gezockt hast. Auf jeden Fall was Schönes, bin ich mir ganz sicher. Ah nee, das war dieses komische weirde Game, ne, auf der Dreamcast. Das mit der komischen Synchro und der Typ, der einfach mega seltsam durch die Gegend tänzelt. Wo ist denn hier die nächste? Soulfighter zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Sah aber irgendwie doch ganz lustig aus. Also das Spiel hat sich ja doch schon selber nicht ernst genommen, oder? Wo ist denn hier die nächste? Die nächste Station. Das Gebiet ist echt riesig, ne? Wenn ich so überlege, das ist doch mindestens genauso groß wie die Open World außerhalb von Netzzone 0. Ach, guck mal, eine Raichu. Mindestens. Nee, also nee, maximal. Aber ich hoffe für die Entwickler, dass sie das nicht ernst meinen. Dann gibt es andere Spiele. Bei denen ich mir im Nachhinein auch nicht mehr so ganz sicher war. Hier kennst du von Jurassic Park Trespasser. Das ist ein PC-Spiel gewesen. Sollte ein Survival-Game werden, war eher ein Survival des guten Geschmacks. Leider, wobei es echt viele gute Ansätze hatte, die dann erst in späteren Spielen, nicht mehr von dem gleichen Entwicklerstudio natürlich, weil DreamWorks Interactive hat ja relativ schnell aufgegeben, Spiele zu produzieren. Nicht DreamWorks Interactive, also DreamWorks Interactive, die haben Trespasser verzapft, aber da waren solche Sachen drin halt eben wie eine eigene Physik-Engine, was zu der Zeit, als es rauskam, dass es 98, 99 gewesen sein, echt einmalig war, weil Half-Life hatte ja damals noch keinen, das kam erst 2004 mit Half-Life 2 dazu. Ja, richtig, Toko kennt's. Genau, wo du die Frau spielst, die auf der Side B schiffbrüchig ist, wobei eher flugabsturzig. Genau von dem rede ich. Das Spiel war eigentlich mega gut. Also die Idee dahinter war halt eben klasse. Aber es wurde richtig katastrophal umgesetzt, dass es eigentlich schon wieder peinlich war. Das Game. Ja, wir haben eine Trinkpause. Tommy, du fängst viel zu früh mit den Trinkpausen an. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen zu spielen. Aber ich grüße dich. Genießt du die letzten Urlaubstage, so wie ich es tue? Ja, sehr innovativ. Für die Zeit aber ist eher der übertriebene... An der übertriebenen Ambition. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so überlegst, wie die. Cheers! Wie die Entwicklungs-, also die Bilder im Game waren und was am Ende dabei rausgekommen ist. Hat er wirklich Urlaub gesagt? Ja, sicher. Einmal im halben Jahr gönne ich mir auch mal Urlaub. Wenn ich mir so die ersten Bilder davon angucke und das, was dabei rausgekommen ist, ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber die haben einiges trotzdem beibehalten. Also die Physik Engine. Ah, die Physik Engine war gut. Die war wirklich, wirklich gut. Also das Spielkonzept selber war ein bisschen eigen, sag ich mal. Okay, Shanera ist der Meinung, lieber durch die Wand zu gehen. Meinetwegen, okay. Viel Spaß da drin. Sag Bescheid, wenn du einen Schatz gefunden hast. Ich habe gerade die neue Map in Velo gesehen und ich muss schon sagen, ich werde sie hassen. Ja, sehr schön. Welche hast du dann nicht mehr? Welche Map? Tommy, du... Ich meine... wie heißt das denn? Ah, ich komme nicht mal drauf. Gibt doch eh kaum noch Maps, die du magst. Hier muss doch irgendwo diese Base sein.
Rennen die ganze Zeit im Kreis? In der allmöglichen. Da vorne! Jetzt sehe ich sie. Also das finde ich ja eigentlich schon mal ganz cool so. Mit dem Rumlaufen der Kunden. Davon hätte man mehr gebraucht. Finde ich. Ach, nebenbei fällt mir noch mehr ein, was ich total verschlammt habe. Das mache ich nach dem Credit Roll. Es gibt wohl tatsächlich Quests. Die sind aber eher so mittelmäßig in dem Game. Und zwar hätte ich mal die Schulbank drücken müssen. Dann hätte ich erstens lesen und schreiben gelernt. Und vielleicht auch ein bisschen rechnen. Aber auf der anderen Seite hätte ich dann auch gelernt, was Pokémon Karmesin noch so liefert. So. Da sind wir. Nächste Observationsstation. Danke, Captain Obvious. Dann können wir uns ja mal kurz ausruhen. Mal wieder. Irgendwas will noch doch bestimmt gleich wieder zu Kleinholz verarbeiten. Garantiert. Ja, ich... Haha, Cosima, du machst dir einfach viel zu viele Sorgen. Hm? Es war ja klar. Ich hatte schon gedacht, als ich diesem Ding näher gekommen bin, ach komm, jetzt kommt doch sicherlich gleich ein Kampf, oder? Natürlich kommen wir jetzt ein Kampf. Halb so wild. Siehst du? Siehst du? Moment mal. Das sieht ja aus wie das Herrscher-Pokémon von neulich. Das war also ein Pokémon aus der Vergangenheit? Das hast du gut erkannt. Hast du schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft, Pepper? Es sieht wahnsinnig stark aus. Keine Sorge, überlass das Herrscher-Pokémon ruhig Dufti und mir. Ja, ja, ich sehe schon, es wird ein Einzelkampf. Siehst du, da rennt er schon weg. Frechheit. So, ich habe gerade die neue... Achso, genau. Das wird eine Map, mit der ich... mit drei Bombspots. Cool. Und sie gibt dir einen Vibe von Indiana Jones. Noch cooler. Ja, kannst du? Würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Würdest du jetzt nicht mehr empfehlen? Warum würdest du jetzt nicht mehr empfehlen? Kann ich? Naja. Doch, Pepper kommt ja doch ums Eck. Sehr schön. Also ist er doch nicht ganz unnütz. Da steht er. Boah, ey. Ah, okay. Jetzt ist die Kamera mal so, dass man auch alle gleichzeitig sieht. Stufe 62. Nicht sehr effektiv. Ach, guck mal, Traumfresser. Ja, dann fangen wir mal mit Hypnose an, würde ich sagen. Er rennt nicht weg. Er holt nur schnell den Gewinnerdöner. Nee, Sandwich. Hier sind ja Sandwich, der Shit. Ach, nicht knuddeln. Jetzt wacht es auf, ne? Nee, Glück gehabt. Schön. Und wieder ein Stückchen geschafft. Yeah, geschafft. Und vielleicht kam ja das Herrscher-Pokémon, das wir auf unserer Suche nach dem Geheimgewürzen gesehen haben, auch aus Zone 0. Warum eigentlich Zone 0? Das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, die gesamten Gebiete drumherum, die ja schon Zone 1 bis X waren, sind ja quasi vorher entdeckt worden, bevor Zone 0 entdeckt wurde. Warum ist dann Zone 0 Zone 0? Wer dann überlegt so, ach ja, jetzt nennen wir das einfach Zone 0, weil wir es als letztes entdeckt haben. Also eigentlich wäre es ja Zone 10 oder so, ne? Naja, der Schulunterricht, viel lesen und optional. Ja, warum denn nicht? Kann man doch machen. Lesen, Unterricht, klingt doch nach Spaß. Oh, dann habt ihr es also außerhalb des Schlunds auch schon getroffen. Ihr Glückspilze, ja, wir haben es besiegt. Von wegen. Wenn so ein Pokémon aus der Vergangenheit in Paldea herumspaziert, haben wir ein Riesenproblem. Hat Professor Antika da kein Auge drauf? Sollte sie das nicht verhindern? Was macht sie bloß? Endlich mal eine gute Frage. Aber vermutlich genau das, die versucht es zu verhindern. Ja, was macht die ach so perfekte Professorin nur?
Dufti, lass uns endlich reingehen. Vielleicht finde ich dann auch. Vielleicht finde ich in dem Schulunterricht aber auch Sachen raus, die ich vorher in Pokémon noch nicht, aus Pokémon noch nicht wusste. Was nicht wenig ist, weil ich immer wieder von Edition zu Edition 20 Milliarden Sachen vergesse und dann immer wieder aufs Neue lernen muss. Hier ist die dritte. Geht's allen gut? Braucht jemand von euch eine Pause nach dem ganzen Herumlaufen und Kämpfen? Fühlst du dich nicht gut, Cosima? Oh, doch, alles in Ordnung. Mir geht nur die Zeitmaschine nicht aus dem Kopf. Die Pokémon hier in Zone 0 sind aus der Vergangenheit gekommen, richtig? Kann es dann nicht sein, dass Koraidon auch aus der Vergangenheit stammt? Doch, meinst du wirklich? Das kann aber gut möglich sein. Yay, Zeitreisen. Das nutzloseste Thema in Videogames. Irgendwie hat es ja schon etwas Antikes an sich. Das klingt echt plausibel. Es sieht aus wie eine Echse, was gerne Köpfe abbeißt. Was soll daran antik sein? Oh, da fällt mir ein. Pepper, ich wollte dich schon die ganze Zeit was fragen. Du hattest damals den Pokéball von Koraidon und du wusstest über seine Form Bescheid. Du weißt doch bestimmt noch mehr. Hätte ich mir denken können, dass du dich an solche Details erinnerst. Klar, wir haben auch Shadow of Memories mal gespielt. Shadow of Memories? Nein, Shadow of Memories habe ich noch nie gespielt. Aber warte mal, Shadow of Memories, das ist nicht auch ein Switch-Game? Das, wo man die ganze Zeit zwischen Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit so hin und her reisen kann, mit diesen komischen dreigeteilten Bildschirmen und so etwas? Das sah interessant aus, weil da hat ja auch wirklich alles, also wenn es das ist, da hat ja auch wirklich alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, irgendwie auch eine Auswirkung auf das, was in der Zukunft stattfindet und so weiter. Das sah richtig, richtig gut und komplex aus. Wollte ich mir eigentlich zulegen. Aidaria, ich grüße dich. Wo kommst du denn her an deinem freien Freitag? Hab gesehen, bist gar nicht am Stream, was ist da los? Freitag ist bei dir nur optional, ne? Mal ja, mal nee oder irgendwie sowas. Na gut, ich erzähle euch, was ich weiß. Dieses Pokémon, ich meine Koraidon. Meine Mutter hat es damals während ihrer Arbeit an der Zeitmaschine entdeckt. Aha, also doch eine Zeitmaschine. Das ist was anderes. Ah, meinte das auf Xbox. Okay, muss ich mir mal angucken. Wenn du nett wärst, schreib's mir mal bitte im Discord, da vergesse ich's weniger. So, ab hier werde ich das Wort übernehmen. Professor! Das Koraidon, das ich dir anvertraut habe, Dufti. Es war das erste Pokémon, das ich mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit hierher transportieren konnte. Wusste ich's doch. Ich analysiere seine genetischen Daten und seine Verhaltensmuster. So kam ich zu dem Schluss, dass es sich um eine urzeitliche Form des heutzutage existierenden Reit-Pokémon Mopex handeln muss. Stimmt, die weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Ja, mit dem Unterschied, dass Mopex dir nicht den Kopf abbeißen möchte. Viele andere Pokémon sind seitdem durch die Zeit hierher gereist. Es gelang mir jedoch nie mehr als zwei Exemplare von Koraidon in unsere Zeit zu holen. Nie mehr als zwei Exemplare von Koraidon? Aber stimmt nicht mit der. Wie jetzt? Du meinst, es gibt irgendwo noch so ein Ding? Oh. Was ist, wenn sie eine Familie sind und das andere irgendwo in Zone 0 auf unser Koraidon wartet? Steht uns ein emotionales Wiedersehen bevor? Ich glaube nicht, Tim. Ganz bestimmt. Wäre es nicht glücklich, die Chance zu haben, seine Familie wiederzusehen? Familie? Ja. Wer würde sich nicht freuen? Pepper bestimmt nicht. Wie dem auch sei, Dufti. Bitte nutzt die zentrale Schalltafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Eine Sache, die nur ich machen kann. Knöpfchen drücken. Möchtest du das Schloss zum Labor 0 öffnen? Endlich. Das Schloss wurde entriegelt. Nur noch eins von vier Schlössern aktiv. Gut gemacht. Bitte fahre nun mit der letzten verbleibenden Observationsstation fort. So, hier ist noch ein bisschen Buch zum Lesen. Uns ist etwas Unglaubliches gelungen.
Mit Hilfe der Zeitmaschine konnten wir ein Pokémon aus der Antike herbringen. Ich nenne es Koraidon. Und das ist nicht der einzige Schatz, mit dem ich gesegnet wurde. Eine Glücksträhne. Bitte mehr Info, oder ist das schon wieder zu viel Storytelling? Shadow of Memory. Ey, wo kommt das Loch her? Koraidon ist ein Pokémon aus der Vergangenheit. Kein Wunder, dass es niemand gesehen hat. Ich muss mal gegen Koraidon antreten, am besten sofort. Keine Sorge, die Chance kriegst du noch. Welche Stufe wird ein Koraidon sein? Sicherlich so Stufe 60 oder 75? 65? So, hallo ihr Salzhaufen. Gab's hier eigentlich Autorun? Nee, gab's nicht. Also ich hoffe ja wirklich, dass wir hier noch irgendwie sowas für eine Schnellreise bekommen. Oder Koraidon vielleicht sogar fliegen lernt. Nicht nur gleiten. Oh, ein Wasser... Tafel! Der gute Tafel kommt ums Eck. Ich grüße dich. Bleifpix, ich grüße dich ebenfalls. Willkommen bei mir hier im Stream. Lotti, einen wunderschönen und lieben herzlichen Dank für dein Follow. Das ist ja super, herzallerliebst. Grüße dich, Sonnenkönigreich. So sei mir gegrüßt. Und Akani. Akani? Hm. Da fehlt noch ein R. Dann wäre es perfekt. Was gab's denn heute bei dir? Retro? Stimmt. Du hattest als letztes Bomberman 64 gespielt. Oha, das Pokémon. Das tust du dir an. Ich beende es gerade. Ich will es jetzt endlich mal beenden. Ich habe es zum Release angefangen zu spielen. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich insgesamt auch gar nicht so schlecht. Es hat viele gute Ansätze, die einfach nur mal ein bisschen besser hätten umgesetzt werden müssen. Grafik zähle ich gar nicht mehr dazu. Das ist der reinste Albtraum. Wobei ich gesehen habe, beim Nachtmar mit dem M-Classic, sieht das nochmal deutlich akzeptabler aus. Das poliert nochmal ein bisschen die ekligen Kanten glatt. Aber, ja. Das ist eine Namenskombination, deswegen fehlt das R. Aha! Akani, ach, Akani V! Akani V, du bist hier Pokémon-Kartenspieler, wa? Gab's dann Akani V? Ich glaube nicht. Oder gab's dann Akani V? Schatz? Gab's ein Akani V im TCG? Ich weiß es gerade nicht. Die googelt gerade mal. Ja, Pokémon-Sammelkarten, können wir uns hiermit zuwerfen? Also das sind nicht alle, das ist eine Handvoll. Oh, ja, nein, das gab's leider nicht, aber schön wär's. Stimmt, nur ein EX. Akani EX, das muss eigentlich alt, kennt man aber. Hardcore Soul Silver, ist ja noch viel... Ach, das Artwork ist geil. Ach ja, achso, nee, das habe ich schon gelesen. So, boah, so viele große Kristalle, wie hübsch. Und da unten ist ja noch mehr. So, wenn wir da runterfallen, war's das. Das ist richtig, deswegen gibt's hier Geländer, nicht so wie auf dem Todesstern. Stimmt, passt gut auf, wo ihr hintretet. Die Professorin muss irgendwo da unten sein, also werde ich sie bald treffen können. Sag doch einfach Mutter. Aber das beschäftigt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, nee, fang nicht gleich an zu weinen, bitte. Also gut, Dufti, Nemilia, Cosima, gehen wir weiter, aber halte die Augen offen. N64 Roulette habt ihr gespielt. Zufällig N64-Spieler aus einer Sammlung ziehen. Das klingt echt cool. Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz. Ja, hier sieht es irgendwie aus wie aus einer anderen Welt. Fast wie ein Paradies. Nee, nicht wirklich.
dieses Licht mit dem Kristall hier mit dem die Kristalle hier leuchten. Vielleicht geht's nur mir so, aber es erinnert mich stark an die Terra-Kristallisierung. Ob es da eine Verbindung gibt? Nein, ich glaube nicht. Die Antwort auf all diese Fragen liegt dort unten. Also los. Machen wir das. Du bist mal was essen. Bis später. Alles klar, dann bis später und vielen lieben Dank für deinen Lurk und für deinen Raid. Ich dachte gerade eben, das wäre ein Enton mit zwei Köpfen. Boah, das hätte mich jetzt richtig mitgenommen. Was gibt's bei Tafel heute zu essen? Ich finde, das ist eine Frage, die er uns später beantworten muss. Genau, ja, wie gesagt, Pokémon-Sammelkarten, gar kein Thema, sind wir voll mit drin. Also meine Freundin und ich. Wir haben zusammen locker irgendwas um die 8.000 bis 10.000 Karten hier rumfliegen. Und ich glaube, da würde ich sogar noch fast niedrig schätzen. So, ich, achso. Da unten kommen ja gelegentlich mal Texte. Hier so etwas zum Beispiel, dass man einfach mit Freunden mal so auf Aktionen geht und so weiter. Also ich meine, mit Freunden geht man hier schon im Spiel rum, ne? Aber gerade mit NPCs herumzulaufen, finde ich halt eben schon cool. Oh nein, wir können da nicht runterspringen. Es wäre aber der kürzeste Weg. Überleg dir das nochmal. Oder jetzt hier so Teleportkristalle oder sowas. Aber boah. Okay, das ist schon geil da unten. Diese fette Kristallstruktur, die sie da unten rumgebastelt haben. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen gespoilert, ne? Jetzt haben wir natürlich die, die coole Anlage gesehen. Gibby! Okay, da ist der Gibby. Schlechter Witz incoming. 3, 2, 1, los geht's. Er tippt wahrscheinlich noch. So, wie gesagt, das mit dem Pokémon fangen, das lasse ich jetzt erstmal. Habe ich nicht gesagt, aber bevor ihr euch fragt, warum renne ich an allem vorbei? So, da ist es. Fun Fact. Man kann zwar so tun, als schläft man, man kann nicht so tun, als sei man wach. Okay. Das war jetzt, ich wollte gerade sagen, das war jetzt irgendwie jetzt kein Witz. Oh, nee. Gibby, du musst leider nochmal rausgehen und wieder reinkommen. Das musst du nochmal reinmachen, das geht so nicht. Sascha geht erstmal auf. Alles klar, Sascha. Bis später oder so. Oh, wow. Hier herrscht das reinste Chaos. Irgendwas scheint hier alles verwüstet zu haben. Mag sein, aber was? Na, Koraidon. Hallo, Kinder. Huch. Professor, ich habe mich erschreckt. Entschuldigt. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier alles verwüstet? Entschuldigt. Hallo, Kinder. Hä? Das waren alles nur Aufzeichnungen, die wir gesehen haben. Hallo, Kinder. Hallo. Was zum? Hören Sie bitte auf, das ist ja gruselig. Also, dieses zweite, wie die Kinder jetzt geschrieben wurden oder werden, als ob man das sehen könnte, wenn man das spricht. System wird neu gestartet. Es muss an einem gestörten Signal gelegen haben, oder? Nein, es war eine Aufzeichnung. Vielleicht. Es war auf jeden Fall seltsam. Fast so, als wäre...
Wenn das ein Scherz sein sollte, war er total geschmacklos. Ich habe wirklich Angst bekommen. Wie dem auch sei. Oh. Stimmt, wir können das Tor nicht aufmachen dadurch, ne? Weil uns hier Strumpf fehlt. Achso, oder ich sollte einfach mit A bestätigen und nicht mit B. Dank einer neuen Assistentin hat sich unsere Effizienz verdoppelt. Sie kann etwas trocken sein, aber in Sachen Intellekt und Kompetenz steht sie mir in nichts nach. Zusammen ist es uns gelungen, ein zweites Koraidon herbeizubringen. Und dieses Exemplar scheint jedoch aggressiver zu sein. Au, uiuiui. So, alle Schlösser wurden entriegelt. 1, 2, Test. Hallo, hallo. Entschuldigt wegen vorhin, es gab eine Verbindungsstörung. Verbindungsstörung, pah, wer's glaubt. Pepper? Alle Schlösser sind entriegelt. Bitte begebt euch nun zum tiefsten Punkt von Zone 0, wo sich das Labor 0 befindet. Das war eindeutig ein... Es war kein Verbindungs... X-Bums. Könnten nochmal eben... Doch, es gibt eine Schnellreise! Ach, super. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Der Teleporter, das finde ich gut. Möchtest du dich ausruhen? Ja. Mega. Dann würde ich sagen, wir brechen auf, sobald wir alle bereit sind. So, jetzt gehen nämlich nochmal alle aufs Klo und danach reiten wir weg. Bis gleich.